mit der Charlotte drüber gesprochen? Was hat sie denn gesagt? Hat sie dich unter Druck gesetzt? Schade nur, dass Werner nicht hier sein kann. Auf eine glückliche Zukunft und ein harmonisches Miteinander. Ich habe mich in dich verliebt. Ich kann dir nicht vorspielen, dass alles in Ordnung ist. Weil das eine Lüge wäre. Und im Lügen bin ich nicht gut. Auch wenn es deswegen heißt, dass ich auf deine Liebe verzichten muss, dann muss es eben so sein. From the first ray in the morning to the last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Sich von mir trennen? Wegen meiner Mutter? Mit Barbara kann man einfach keinen Frieden schließen. Das hat doch eben funktioniert. Wir saßen doch alle noch friedlich zusammen. Weil ich allen etwas vorgemacht habe, aber das kann ich auf Dauer nicht. Ich dachte, du liebst mich. Mehr als mich selbst. Das musst du mir glauben. Ich weiß überhaupt nicht, was ich noch glauben kann. Miriam, ich bin nur ehrlich zu dir. Keine Ahnung, was du bist. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Keine Ahnung. Martha Jekyll, mein Mr. Hyde. Was? Wenn hier jemand irgendwer zwei Gesichter hat, dann ist es Barbara. Wenn du bei ihr bist, dann ist sie zuckersüß und kommt, riss dir den Rücken zu. Hör auf damit! Siehst du, du nimmst dich schon wieder in Schutz. Ich kann es nicht akzeptieren, dass du sie ständig in den Schmutz ziehst. Und ich liebe dich viel zu sehr, als dass ich zusehen kann, wie sie falsches Spiel mit dir treibt. Ist das dein letztes Wort? Ja. Du musst dich entscheiden. Du hast dich in mich verliebt. Ja, ich wollte das auch nicht wahrhaben. Ich habe die ganze Zeit versucht, mir das auszureden. Aber du kennst das ja. Du weißt ja, wie das mit Gefühlen ist. Das geht nicht. Was soll das denn jetzt? Oh mein Gott, das war eine gute Vorstellung. Vorstellung? Das ist schon klar. Oh Gott, ich wäre fast darauf reingefallen. Das ist ja sehr lustig, Tanja, echt. Da spitzt du mir so einen Schock einzujagen. Tanja, ich meine das wirklich ernst. Oh, Xaver, du weißt du noch, wie das war, als du hier beim Fürstenhof angefangen hast und wir uns das erste Mal begegnet sind? Das wird's gestern mehr. Oh, warte, du hast mir vorgespielt, du wärst ein Millionär, gell? Also das war ja schon gut, muss ich schon sagen. Du hast die Grande Dame gespielt. Ja, wir haben beide Talent, gell? Aber jetzt, das war ausgereift, muss ich denn schon mal sagen. Nee, jetzt hör mal zu, das ist kein Spiel und es ist auch kein Witz. Ich meine es wirklich ernst. Oh Gott, weißt du was, du spinnst doch. Weißt du, nur weil du mich bis jetzt mal als Pausenclown kennengelernt hast, heißt das nicht, dass ich keine Gefühle habe. Nein, aber... Ich weiß ja, wie bescheuert das ist, sich in die Freundin seines besten Freundes zu verlieben. Was soll ich machen? Das ist passiert. Nein, Xaver, du kannst dich nicht in mich verliebt haben. Wir kennen uns 100 Jahre. Wir hätten nicht miteinander schlafen dürfen, Tanja. Ja, seitdem ist alles anders. Ja, und was jetzt? Ich verstehe Robert nicht. Heute Morgen war er noch so lieb und zärtlich. Und jetzt stellt er mich vor so eine Entscheidung? Und alles nur wegen Barbara.
ist er wirklich immer noch wütend auf sie, weil sie seiner Mutter den Mann weggenommen hat. Das ist doch total albern. Robert kann nicht von mir verlangen, dass ich meine Mutter verstoße. Dazu wäre er genauso wenig bereit. Erpressen lasse ich mich nicht. Auf keinen Fall. Was ist, wenn er es ernst meint? Wenn ich zu Barbara stehe, ist unsere Beziehung dann wirklich am Ende? Xaver, was soll jetzt der Blödsinn? Entschuldige bitte, Liebe, ist doch kein Blödsinn. Es gibt so viele schöne Frauen auf der Welt. Warum musst du dich jetzt ausgerechnet in mich verlieben? Keine Ahnung, frag mich was Leichteres. Nein, das schlägst du dir jetzt sofort aus dem Kopf, ist das klar? Ja, klar, kein Problem. Sag mir wie. Ja, wieso denn ich? Entschuldige, das ist ja wohl dein Problem. Deine Baustelle, lass dir was einfallen. Ich glaub das jetzt einfach nicht. Warum sagst denn du mir das jetzt? Weil ich's nicht mehr ausgehalten habe und du hast ja nicht mehr locker gelassen. Hast du schon mal was von Selbstbeherrschung gehört? Du mit deinem blöden Plappermaul. Was musst du mich damit jetzt auch noch quälen? Rat mal, wer sich hier am meisten quält. Ich sag dir jetzt mal eins. Bloß weil du einmal mit mir in der Kiste warst, brauchst du nicht glauben, dass du irgendwelche Rechte hast. Ach, so ein Quatsch, darum geht's doch gar nicht. Ja? Romy und Julia, das kannst du dir gleich mal abschminken, ist das klar? Ich gehöre zu Mike. Ich weiß, ich will mich auch gar nicht zwischen euch drängen. Was willst du denn dann von mir? Ich kann euch nicht die ganze Zeit sehen und euren Kumpel spielen. Was soll das jetzt heißen? Das soll heißen, dass ich Abstand brauche von euch beiden. Abstand? Ja. Weißt du was, das ist das Vernünftigste, was du jemals zu mir gesagt hast. Abstand, da bin ich total einer Meinung mit dir. Nein, komm mir nicht zu nahe, okay? Du kannst auswandern, neues Leben anfangen, von mir aus kündige, aber halte Abstand. Lass mich raten, der Brunch war ein voller Erfolg. Erzähl mal, was ist los? Miriam und ich stehen kurz vor dem Aus. Warum das denn? Warum wohl? Doch nicht etwa wegen Barbara. Volltreffer. Mensch, Robert, die Frau ist raffiniert. Aber die wird euch doch wohl nicht auseinanderbringen können. Hey, hat sie dir die Augen ausgekratzt oder warum bist du blind, wenn es um sie geht? Entschuldige, ich habe nur gefragt, was los ist, okay? Ich Idiot. Egal, was ich tue, sie kriegt mich immer genau dahin, wo sie mich haben will. Und Miriam steht auf ihrer Seite? Das ist ja das Schlimme. Barbara ist ihre Mutter. Stiefmutter, Lars, Stiefmutter. Und vor allem ist sie klug. Und ich nicht, ja. Dankeschön. Mensch, Robert, mit ihrem Maskenspiel hat sie dir einiges voraus. Sie meidet die direkte Konfrontation. Davon könntest du ihr ruhig mal was abschauen. Das habe ich schon probiert. Aber es funktioniert nicht. Ich kann nicht allen was vormachen. Auch nicht für Miriam? Es muss einen anderen Weg geben. Ich muss Miriam die Augen öffnen. Und was hast du jetzt vor? Barbara muss die Maske verlieren. Dann fliegt die hier im hohen Bogen raus. Und ich kann vielleicht wieder glücklich werden mit Miriam. Hallo Miriam. Hi. Warst du den ganzen Tag draußen? Wieso? Oh, du siehst verfroren aus. Ach. Was Warmes könnte nicht schaden, ne? Komm. Felix, bitte hör auf, mich zu bemuttern. Warte. Sag mal, du siehst aus wie ein Eiszapfen und ich soll das einfach ignorieren? Es tut mir leid. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Aber nicht nur wegen der Kälte, oder? Du hast recht. Was Warmes wäre bestimmt ganz gut. Glühwein. Gern. Wollen wir ins Restaurant? Nach oben? Gut. Geh schon mal vor. Ich hol den Wein. Okay.
Die werden auch immer grauer. Dabei sind unsere Waschmaschinen doch ganz in Ordnung. Der Zahn der Zeit nagt an uns allen. So, findest du? Aber die neuen sind schon bestellt. Ach, naja, wenn du es auch immer alles runterschmeißt. Ach, ich muss immer an Johann denken. Na, das ist ja mal was ganz Neues. Der Straßenbau durch seinen Wald, das macht ihn ganz fertig. Das ist doch jetzt schon lange nicht mehr sein Wald. Stell dir mal vor, wie viele Rehe da überfahren würden. Ach, Elisabeth, es geht dir doch nicht um die Rehe, es geht dir um Johann. Ha? Hab ich recht? Ach, er hängt so an dem Wald. Ich würde ihm so gerne helfen. Aber ich will mich natürlich auch nicht gegen die Interessen des Hotels stellen. Johann musste seinen Wald verkaufen, so wie du die Anteile am Fürstenhof zurückgeben musstest. Das ist doch was ganz anderes. Sag mal, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Auf gar keiner. Wieso? Ja, das klingt so, als wärst du für die Straße. Ich bin weder dafür noch dagegen. Aber ich muss den Sachverhalt prüfen. Und ich muss herausfinden, ob dein Schwager Werner mit dem Bürgermeister was gekunkelt hat. Ja, aber du würdest doch nicht gegen unsere Interessen handeln. Elisabeth, ich war so naiv. Ich habe kandidiert, weil ich mit Strodelmeiern Gefallen tun wollte. Wieso naiv? Ja, jetzt bin ich gewählt und jetzt zerren alle an mir rum. Du und der Johann und der Alfons und der Schwarzenbeck auch noch. Aber wir sind doch Freunde. Ich bin jetzt Gemeinderat. Und ich bin nicht bestechlich und ich mache keine halben Sachen und ich tue das, was ich für richtig halte. Hm? Ja, und was hältst du für richtig? Das kann ich erst sagen, wenn ich die Akten eingesehen habe. Wenn sie Robert einfach nur unsympathisch wäre, damit könnte ich leben. Aber er hat gesagt, sie sei die schlimmste und verlogenste Person, die es überhaupt gibt. Das halte ich nicht aus. Wenn er es so empfindet. Er muss sich ja nicht mit ihr anfreunden, aber er könnte sie wenigstens tolerieren. Schau mal, Robert ist einer der geradlinigsten Menschen, die ich kenne. Der würde sich nie verbiegen, auch wenn es noch so unangenehm für ihn wird. Robert ist einfach nur stur. Mit seinem Hass auf Barbara setzt er unsere Liebe aufs Spiel. Ja, aber er tut es sicherlich nicht grundlos. Fängst du jetzt auch wieder damit an? Ich weiß, dass Robert genau wie du denkt, dass Barbara was mit dem Tod meines Vaters zu tun hat. Miriam, das sind doch alles nur Gerüchte. Die du hier verbreitet hast. Vergiss es. Vergiss es einfach. Ich weiß. Nach der Hypnose genau, was passiert ist. Ich kann mich erinnern. Ich weiß, dass mein Vater abgestürzt ist, weil er mich retten wollte. Ich bin schuld. Ihr macht mich doch wahnsinnig. Ihr glaubt diesen Gerüchten mehr als mir? Nein, hör zu. Es ist doch egal, was damals war. Wichtig ist, was jetzt ist. Ich will nur eins. Ich will, dass es dir gut geht. Und Robert. Robert tut dir gut. Es hat keinen Zweck. Dieses Thema wird immer zwischen uns stehen. Ich glaube, Robert und ich haben keine Chance. Sarah, ich muss mit dir reden. Können wir das verschieben? Ich bin spät dran. Nein, bitte, es ist wichtig. Ja, schieß los. Es geht um Tanja. Du, Mike, ich weiß, dass dir das Thema unangenehm ist. Tanja auch. Und deswegen bitte ich dich, ihr von dem Gespräch auch nichts zu erzählen. Ach so, ja, klar. Kein Thema. Pass auf, Tanja ist ziemlich geknickt, weil du als Leihpapa nicht mehr zur Verfügung stehst. Du, Mike, ich... Mach dir darum keine Gedanken, okay? Sie wird schon einsehen, dass sie das nicht mehr von dir verlangen kann. Jetzt, wo du doch frisch verliebt bist. Du, Mike, ich muss dir was gestehen. Wenn du mir die Vorzüge deiner Traumfrau aufzählen möchtest, bitte ein andermal. Jetzt geht deine Schicht los. Ab mit dir. Ja, ein andermal. Xaver. Hm? Deine Traumfrau bringt dich ganz schön durcheinander, hm? Wieso? Ach so. Und noch etwas. Wenn du mal Probleme mit deiner Herzensdame haben solltest, ja? Du kannst immer auf mich zählen. Wofür sind denn Freunde da? Das habe ich gar nicht verdient. Es ist unfair, Barbara wegen der Gerüchte zu verurteilen. Wie soll sie sich da wehren? Warum glaubt Robert diesen Unsinn nur?
Ich liebe ihn so sehr. Aber meine Mutter liebe ich auch. Ich stehe dazwischen und ich habe das Gefühl, ich gehe kaputt. Felix hat recht. Man muss die Vergangenheit ruhen lassen. Anders haben wir keine Chance. Die Frage ist nur, wie soll ich Robert davon überzeugen? Er ist so ein Sturkopf. Die Mandarinen sehen gut, nicht wahr? Mhm. Möchten Sie auch einen? Danke, gern. Was ist denn passiert? Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Ich hatte mit Robert einen schlimmen Streit. Und ich weiß nicht, ob wir diesmal die Kurve kriegen. Wegen des Brunches? Er hasst meine Mutter. Er ist so ein Dickkopf. Er ist schrecklich, aber er liebt sie sehr. Und ich ihn. Sie dürfen diese Liebe nicht aufgeben. Es lohnt sich, darum zu kämpfen. Das sagt sich so leicht. Es ist schwer zu verzeihen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich kann einfach nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Frau von Heidenberg wollte Sie sprechen. Danke. Frau von Heidenberg, Sie wollten den Geschäftsführer sprechen? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Haben Sie mir die Suppe versalzen? Nein, darauf würde ich niemals kommen. Gut zu wissen. Ich lasse Ihnen eine neue bringen. Nein, warten Sie doch. Probieren Sie mal. Vielleicht habe ich mich ja geirrt. Setzen Sie sich. Sie haben doch nicht wirklich mich zum Essen erwartet, oder? Meine Tochter scheint nicht zu kommen, also bitte. Tut mir leid, ich bin im Dienst. Was kann denn um die Uhrzeit noch so wichtig sein? Quartalsabrechnung. Oh, wie langweilig. Es ehrt Sie natürlich sehr, dass Sie so pflichtbewusst sind, aber schade, dass Sie so solide sind. Sagen wir, ich will meine eigene Haut retten. Ist die denn gefährdet? Robert Saalfeld ist mein Freund, Werner Saalfeld mein Chef. Was ist denn daran bitte gefährlich? Nun ja, ich habe das Gefühl, dass zwischen diesen beiden Männern und Ihnen eine Front verläuft, an der scharf geschossen wird. Sie wären der erste Mann, den die Gefahr nicht reizt. Trotzdem habe ich keine Lust auf eine Kugel im Kopf. Im Schützengraben kann es manchmal ganz amüsant sein. Vor allem auf meiner Seite. Das ist Ansichtssache. Ich lasse Ihnen eine neue bringen, Frau von Heidenberg. Wer nicht will, der hat schon. Sind wir verabredet? Ich muss mit Ihnen reden. Gern. Möchten Sie auch ein Glas Wein? Suche nach einem guten Jahrgang. Was dagegen? Sie werden in der Küche gebraucht. Es gab schon zwei Reklamationen. Ich dachte, Sie wären Profi. Ich muss keinem was beweisen, am wenigsten Ihnen. Um mich geht es hier aber auch gar nicht. Sollen die Leute doch ins Dorfcafé. Ich habe gehört, da gibt es eine ganz exquisite Käseplatte. Sind Sie mir gefallen und lassen Sie Ihren Frust nicht an mir aus. Ich kann nichts dafür, dass Sie mit der Heidenberg nicht klarkommen. Hat Miriam mit Ihnen geredet? Ich weiß einfach nicht weiter.
ich Ihnen einen Rat geben darf. Gut gemeint. Verlangen Sie von Miriam nicht, dass sie sich zwischen Ihnen und Barbara von Heidenberg entscheidet. Herr Tarasch, ich will nur meine Verlobte beschützen. Und jeder Versuch, ihr klarzumachen, was ihre Stiefmutter eigentlich ein Mensch ist, bringt mich nur weiter weg von ihr. Ja, dann hören Sie auf damit. Ich meine, wenn Ihnen ein Rezept immer wieder misslingt, dann ändern Sie doch auch irgendwann die Zutaten, oder? Und was soll ich jetzt ändern? Konzentrieren Sie sich auf Miriam. Und lassen Sie die Heidenberg links liegen. Das kann ich nicht. Doch, Sie müssen, sonst... Sonst was? Was? Sonst werden Sie Miriam irgendwann verlieren. Das war Ihnen doch nur recht, oder? Zwei Reklamationen. Schade, dass Sie nichts essen wollen. Was das Kochen angeht, hat Ihr Sohn wirklich Talent. Können Sie eigentlich noch in den Spiegel schauen? Ja, selbstverständlich. Und mein Spiegelbild ist nie gemein zu mir. Da haben Sie sicher andere Erfahrungen. Ja, die Suppe war wirklich köstlich. Macht es Ihnen Spaß, mich zu beleidigen? Das wollte ich nicht. Warum wollen Sie die Liebe zwischen Miriam und Robert unbedingt zerstören? Wer sagt denn, dass ich das vorhabe? Die beiden stehen kurz vor der Trennung, ihretwegen. Ach Gott, die Armen. Tun Sie doch nicht so scheinheilig. Heute Mittag bei dem Brunch, das war doch alles nur Show. Sehen Sie, das habe ich von meiner Gutmütigkeit. Ich nehme Ihre Einladung an, weil ich wirklich auf Versöhnung aus bin. Und dann werde ich von Ihnen und Robert angefeindet. Und ich soll auch noch an allem schuld sein. Ich kenne meinen Sohn. Und wenn er jemand anfeindet, dann mit gutem Grund. Ihr Sohn ist doch krank. Der leidet unter Verfolgungswahn. Langsam glaube ich wirklich, dass Robert recht hat. Sie wollen Miriams Geld. Alles andere interessiert Sie nicht. Und wissen Sie, was ich glaube? Sie und Robert können nicht verwinden, dass Werner und ich ein Paar waren. Und wahrscheinlich bald wieder sein werden. Darum geht es hier überhaupt nicht. Doch, genau darum geht es. Nur darum. Deswegen war Robert von Anfang an gegen mich. Und deswegen hat er auch gegen mich intrigiert. Aber es wird ihm nichts nutzen. Miriam liebt mich trotzdem. Fragt sich nur, wie lange noch? Es wird niemand schaffen, Miriam gegen mich aufzuhetzen. Und schon gar nicht Robert. Ja, ich schicke Ihnen die Reservierungsbestätigung dann zu. Vielen Dank, auf Wiederhören. Haben Sie meine Tochter gesehen? Tut mir leid. Frau von Heidenberg? Was brüllen Sie denn so? Von Werner. Kann ja doch noch ein schöner Abend werden. Liebe Barbara, ich habe in den letzten Tagen viel nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es das Beste ist, wenn wir unsere Beziehung beenden. Wir hatten eine wunderschöne Zeit miteinander, die ich nie vergessen werde. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Passen Sie doch auf! Entschuldigung. Frau von Heidenberg! Du hast mir eingefallen. Welchen denn? Kannst du bitte wenigstens während des Essens nicht über Xaver nachdenken? Sei doch nicht so sauer wegen dem Rückzieher. Ich bin gar nicht sauer. Du, der Junge ist schon ohnehin völlig durch den Wind und macht sich die schlimmsten Vorwürfe. Beinahe wäre er mit falsch zugeknöpfter Jacke zur Schicht angetreten. Und wie er aussah, aschfahl. Seelisch völlig aus dem Gleichgewicht.
Oh, Schatz, tut mir leid, tut mir leid. Ich hätte nicht damit anfangen sollen. Ich weiß, wie sehr dich das Thema belastet. Entschuldige. Das war so eine blöde Idee von mir, diese blöde künstliche Befruchtung. Dann auch noch Mix, aber ich hätte einfach gar nicht damit anfangen sollen. Schon gut. Aber so blöd war die Idee doch gar nicht. Und so viel ist doch auch gar nicht passiert. Ja, fast nichts. Lass uns von was anderem reden, hm? Mike, liebst du mich? Was ist das denn für eine Frage? Natürlich liebe ich dich, das weißt du doch. Ja, so ganz und gar, meine ich. Mit Haut und Haar. Bist du genauso verrückt nach mir, wie ich nach dir? Hey, noch viel verrückter. Wir werden noch in den nächsten 50 Jahren zusammenknutschen. Verschwinden Sie! Es fällt Ihnen ein, hier reinzuplatzen. Ich dachte, Sie könnten vielleicht etwas Trost gebrauchen. Brauche ich nicht! Gehen Sie! Stehen Sie noch rum! Sie sollen verschwinden! Der wohl dann jemand anders verdient, oder? Jetzt wirst du mir büßen. Ich mach dich fertig. Morgen, Alfons. Na, Herr Bürgermeister, was verschafft uns denn die Ehre? Hab deiner Frau etwas Lektüre vorbeigebracht. Was? Tja, und dann wollte ich eigentlich noch zu deinem Chef. Ist der denn wieder da? Der Herr Direktor, na, du hast leider Pech, ja. Servus, der ist immer noch auf Reisen. Tja, wo ich jetzt schon mal da bin, hast keine Lust, wieder mal zum Schafkopfen zu kommen? Du willst mich zum Kartenspielen einladen. Warum gerade jetzt auf einmal wieder? Ja, dann könnten wir uns wieder mal ganz gemütlich unterhalten. Aha, und über was? Über alles Mögliche. Wir haben doch viel Gemeinsamkeiten, jetzt wo deine Frau in Amt und Würden ist. Also wenn du über Politik reden willst, dann machst du es am besten mit der Hildegard direkt. Ich halte mich da raus, ja? Ja, aber das mit der neuen Straße, das hätte ich dir schon gerne mal in Ruhe erklärt. Und warum mir? Naja, weil die eine Menge Vorteile für den Fürstenhof hat und du arbeitest doch hier. Die Hildegard arbeitet auch hier. Also erklärst du es am besten ihr in aller Ruhe, hä? Das ist etwas schwierig. Ich hab den Eindruck, sie geht mir aus dem Weg. Ja, da brauchst du dich doch nicht wundern, so wie du so im Wahlkampf gelingt hast. Also, man sieht sich. Alfons, mach Hildegard bitte klar, dass sie nichts gegen den Bau der neuen Straße unternehmen soll. Das ist auch im Interesse von Werner Saalfeld. Ich sag dir das jetzt nochmal, Oskar. Besprich das am besten alles mit der Hildegard direkt. Und das mit dem Schafkopfen wird dir ja dann nicht mehr so wichtig sein, oder? Also, servus. Servus. Herr Bürgermeister. Schön, Sie zu sehen. Frau von Heidenberg, habe die Ehre. Gibt's Ärger? Nicht der Rede wert. Haben Sie Lust, mich ein Stück zu begleiten? Ich werde eigentlich im Büro. Das ist aber freundlich von Ihnen. Wie Sie meinen. Ich liebe diesen Garten. Er gibt einem so viel Ruhe und Kraft, finden Sie nicht? Sie haben mich doch sicher nicht hierher geführt, um mir die Vorzüge des Hotelgartens zu erläutern. Ihnen kann man auch nichts vormachen. Ich bewundere Männer, die stark und klug sind. Zufällig habe ich vorhin mitbekommen, wie Sie zu Herrn Sonnenbichler sagten, dass die Straße vor allem für Herrn Saalfeld von Interesse sei. Das stimmt. Wie Sie wissen, stehen Herr Saalfeld und ich uns sehr nahe. Leider ist er im Moment verreist. Sie können mir nicht sagen, wann er wieder da ist.
kann noch dauern. Aber sagen Sie mir doch einfach, worum es geht und ich kümmere mich darum. Darüber würde ich gern mit Herrn Saalfeld persönlich sprechen. Bernhard, wir haben keine Geheimnisse voreinander. Ich bin selber Geschäftsfrau. Ich weiß, wie fatal es sein kann, wenn man bei wichtigen Entscheidungen Zeit verliert. Also gut, Herr Saalfeld und ich, wir haben eine vertrauliche Vereinbarung getroffen. Und wie lautet die? Ich muss Sie da aber wirklich bitten, Diskretion zu bewahren. Was ich Ihnen jetzt sage, darf auf keinen Fall an die Öffentlichkeit dringen. Das ist doch selbstverständlich. Angenommen, ich schaffe es, den Bau der Straße beim Gemeinderat durchzusetzen. Dann profitieren Sie finanziell davon. Ja, geringfügig. Aber vor allem könnte dann die Firma Kastner den Auftrag zum Bau der Straße kriegen. Sie wollen die Ausschreibung türken. Frau von Heidenberg, ich bitte Sie. Ja, Sie geben dem Kastner die Möglichkeit, die Offerten der anderen Firmen einzusehen und er kann entsprechend günstiger anbieten. Sauber. Die Firma gehört meinem Schwager. Und wenn da nicht bald Aufträge reinkommen, sind zig Arbeitsplätze gefährdet. Und Werner zahlt dann die Differenz zwischen seinem Angebot und dem nächsthöheren. Schwarz natürlich. Jedenfalls, wenn die Frau Sonnbichler noch länger in dieser Angelegenheit rumstochert, kommt das vielleicht raus. Sie haben doch nichts Schriftliches festgehalten, oder? Ich bin doch kein Vollidiot. Nein, aber mein Schwager hat nicht so viel juristisches Gespür. Er hat Herrn Saalfeld unglücklicherweise einen Brief geschrieben, der diesen Umstand festhält. Dieser Brief sollte vernichtet werden. Deswegen muss ich ja unbedingt mit Herrn Saalfeld sprechen. Wenn Frau Sonnbichler davon Wind kriegt, dann gute Nacht. Ich werde sehen, was ich tun kann. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ich habe schon ganz andere Karren aus dem Dreck gezogen. Weiterhin ist zu klären, ob es sich um eine verkehrswichtige innerörtliche Straße mit Ausnahmeanlieger und Erschließungsstraßen oder um eine verkehrswichtige Zubringerstraße zum überörtlichen Verkehrsnetz oder um eine verkehrswichtige zwischenörtliche Straße handelt. Tja, was ist es jetzt für eine? Keine Ahnung. Da habe ich mir vielleicht doch ein bisschen zu viel vorgenommen. Ach, du schaffst das schon. Andere Gemeinderäte müssen sich auch erst einarbeiten. Ja, aber die haben doch eine ganz andere Schulbildung. Und die haben sich auch schon viel länger mit diesem ganzen Käse hier auseinandergesetzt. Ich stehe doch da wie der Ochs vorm Berg. Ich habe immer nur Haushalt, Mann und Küche gemacht. Du hast ein Kind großgezogen. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Aber wenn ich das hier lese, da komme ich mir sowas von ungebildet vor. Also nur weil du diesen Schmarrn nicht sofort verstehst, musst du doch nicht dein ganzes Leben in Frage stellen. Ach, weißt du, manchmal... Hildegard, du hast einen lieben Mann und eine wunderbare Tochter. Das ist politische Basisarbeit. Ohne die geht unsere Gesellschaft vor die Hunde. Bist lieb, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Stell dir mal vor, du hättest keine Familie und wärst nur Politikerin. Wärst du dann zufriedener? Nö. Na siehst du, dann würdest du nämlich nicht hier arbeiten und wir hätten uns nie kennengelernt. Stimmt. Es gibt ein paar Sachen, die möchte ich nicht missen. Dazu gehörst du, aber auch der Fürstenhof. Komm, gib mal rüber. Kommt das da hinten? Hören Sie, wir haben diese Bademäntel vor über 4 Wochen bestellt. Wie lange soll es denn noch dauern mit der Lieferung? Engpass? Ich kenne das Wort Engpass nicht. Sie nehmen wahnsinnig hohe Preise. Also halten Sie sich bitte an die Absprachen, ja? In 1 Woche ist die Ware hier, verstehen Sie? Und dann verlange ich Kürzung. Ich meine, Preisnachlässe. Ja, wieder. Kann ich was für Sie tun? Tut's noch weh? Ich bin hart im Nehmen. Ich muss mich entschuldigen. Ah ja? Ich war gestern ziemlich durcheinander und ich habe überreagiert. Verzeihen Sie mir. Ich werde es auch nie wieder tun. Versprochen. Na kommen Sie, sagen Sie schon ja. Unter einer Bedingung. Ich darf Sie heute Abend zum Essen einladen.
Ich glaube, das ist eine angemessene Bestrafung, ja, einverstanden. Gut, dann bis heute Abend. Ich habe da auch noch eine Bitte. Ja? Bernhard hat für mich Schmuck aufbewahrt, im Safe, so ein kleines blaues Kästchen. Könnten Sie mir das geben? Natürlich. Ich möchte doch, dass Sie was zum Anziehen haben heute Abend. Ein bisschen mehr Diskretion, bitte, ja? Ach, Verzeihung. My gift is my song, and this one's for you. Ich lass mich nur von meinem Superhelden Robert treiben. Ja. Doch gut so. Es ist gar nicht so leicht, dich hier hochzubringen. Man muss schon sehr, sehr gut trainiert sein, um sowas zu vollbringen. Now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the world. Danke, dass du so bist, wie du bist. Kommen Sie kurz, können Sie mir zeigen, wo... Ach, bitte, Robert, du fehlst mir so. Ohne dich fühle ich mich einfach nicht komplett. Wieso können zwei Menschen, die sich lieben, nicht glücklich sein? Wie kann es vorbei sein, obwohl wir es im Grunde doch gar nicht wollen? Kann ich dich wirklich einfach gehen lassen? Kann ich wirklich auf deine Liebe verzichten? Nein, ich kann das nicht. Tut mir leid. Hier ist kein blaues Kästchen mit Schmuck. Sind Sie sich da sicher, dass Herr Saalfeld Ihren Schmuck wirklich in den Safe getan hat? Ich war nicht dabei, aber vielleicht hat er es auch woanders deponiert. Gibt es oben in der Wohnung vielleicht noch ein Safe? Keine Ahnung. Robert weiß bestimmt Bescheid. Ich frage ihn mal. Nein, ich kümmere mich selbst drum. Vielen Dank. Sehen Sie lieber zu, dass Sie Ihre Arbeit schaffen. Es wäre doch schade, wenn Sie ausgerechnet heute Überstunden machen müssten. Sie fänden es also schade, wenn Ihre Bestrafung nicht stattfinden würde? Ich fände es schade, wenn die Wiedergutmachung nicht stattfinden würde. Die ganze Zeit werfe ich Robert vor, er wäre verbissen und stur. Vielleicht bin ich es ja auch. Keiner von uns geht einen Schritt auf den anderen zu. Ist doch eigentlich egal, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Wichtig ist doch nur, dass wir uns lieben. Diese Liebe ist es wert, dass wir es noch einmal probieren. Ein Leben ohne Robert, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Von Herrn Meierhofer müssen runter, das Taxi wartet schon. Es ist wichtig, ich möchte mit dir reden.
Es tut mir leid, dass ich dich so angefahren habe. Was ist das? Es war unfair von mir. Ich meine, ich weiß ja, wie das ist, wenn man verliebt ist. Und dann ist es nur einseitig. Ja, ist ja schon gut. Ich habe dich auch ziemlich überfahren damit. Ja, trotzdem, ich habe mich echt bescheuert benommen. Ich meine, war ich ja damit einverstanden, dass wir beide... Egal. Fakt ist, dass wir das nicht rückgängig machen können, ja? Also müssen wir das Beste draus machen. Xaver, lass es uns einfach vergessen. Als wenn das so einfach wäre. Ja, dann müssen wir uns halt eben bemühen. Tanja, ich kann die Nacht nicht mit dir vergessen. Und ich kann Mike auch nicht weiter anlügen. Was soll das heißen? Ich wollte es ihm eigentlich schon sagen, aber dann habe ich mich doch nicht getraut. Sag mal, hast du eigentlich noch alle Latten am Zaun? Mike hat das Recht, die Wahrheit zu erfahren. Nein, das geht nicht. Tanja, ich komme mir so falsch vor. Es war ein einziges Mal. Es war ein Ausrutscher. Ihm ist das auch schon mal passiert. Er wird das verstehen. Nein, glaub mir doch einfach, er wird es nicht verstehen. Vor ein paar Tagen hat er zu mir gesagt, wenn ich ihm jemals fremdgehen würde, dann würde er das nicht aushalten. Und weißt du was, Xaver, ich verstehe ihn. Weil als er mich betrogen hat, da habe ich mir gewünscht, dass ich es einfach nicht erfahren hätte. Aber ich möchte Mike wieder in die Augen gucken können. Und das kann ich nicht, solange ich ihn anlüge. Was willst du denn? Dein Gewissen erleichtern und seins belasten. Was bist du denn für ein Freund? Es geht nicht anders. Du darfst ihm nicht sagen, ich bitte dich, ich flehe dich an, Xaver. Tanja, es tut mir leid, ich kann das nicht anders. Okay, wenn Mike unbedingt die Wahrheit erfahren soll, dann will ich ihm das aber sagen. Versprich das. Ich verlasse mich auf dich. Wir können nicht ewig miteinander schweigen. Ich weiß. Am liebsten würde ich dich den ganzen Tag und die ganze Nacht im Arm halten. Das wäre schön. Ohne etwas zu sagen. Kein Wort? Kein einziges. Der Schuss geht bei mir sowieso immer nach hinten los. Und wenn wir morgens aufwachen, was dann? Küsse ich dich. Und dann? Küsse ich dich nochmal. Robert. Nur weil wir es schaffen, unsere Probleme für einen Moment zu verdrängen, heißt es nicht, dass sie weg sind. Irgendwann geht's wieder von vorne los. Ich hab so Angst, dass wir uns irgendwann dann hassen. Das müssen wir doch nicht. Und das werden wir auch nicht. Hast du deine Meinung über Barbara geändert? Robert, das ist die Voraussetzung dafür, dass es mit uns überhaupt funktionieren kann. Das hat keinen Sinn. Aber wir lieben uns doch. Oder? Wir lieben uns doch. Manchmal reicht Liebe nicht aus. Es tut mir leid. Vielleicht ein Aperitif? Oder wollen Sie noch einen Blick in unsere Weinkarte werfen? Ich glaube, wir beide kennen die Weinkarte ziemlich gut, Herr Tarasch. Ja. Darf ich Sie fragen, ob Sie Frau von Heidenberg erwarten? Ja, wieso? Sind Sie sicher, dass sie noch kommt? Ein bisschen Geduld kann nicht schaden, oder? Ein bisschen Vorsicht auch nicht bei der Frau. Ich
Ich glaube, mit solchen Andeutungen kommen Sie bei Robert besser an. Pardon, dann wird es Sie auch nicht interessieren, dass Frau von Heidenberg gerade in Ihrem Büro ist, oder? Wusste ich's doch. Der Schmuck war also nur ein Vorwand. Sie sollten als Hellseher arbeiten. Vielleicht bin ich auch nur ein guter Beobachter. Ihr Interesse an der Kombination war ja nicht zu übersehen. Hobbydetektiv sind Sie auch noch, alle acht. Was haben Sie im Safe gesucht? Nichts Bestimmtes. Sie brechen hier ins Büro ein? Für nichts Bestimmtes? Ich bin nicht eingebrochen. Die Tür war offen. Die Safe-Tür ganz bestimmt nicht. Das wäre schon mal die erste Straftat. Was für ein unschönes Wort. Wen rufe ich jetzt an? Robert? Herrn Werner Saalfeld? Die Polizei? Es ist schwer, immer alles richtig zu tun. Ich zeige Ihnen, was richtig ist. Vergessen Sie doch mal Ihre Loyalität gegenüber der Familie Saalfeld. Es wäre doch schade, einen Abend, der so spannend begonnen hat, so langweilig zu beenden. Finden Sie nicht auch? Wissen Sie, die Heidenberg ist vielleicht ein Geier, ja. Aber Sie sind derjenige, der das Aas vor die Füße wirft. Sie wollten mich sprechen. Wollen Sie mich doch ins Kreuzfeuer nehmen? Es fehlt doch etwas aus dem Safe. Und zwar ein Dokument, das Werner Saalfeld gehört. Geben Sie es mir gleich oder muss ich erst die Polizei rufen? Du versteckst dich. Ja, und hier auf dieser Maschine, da kannst du dich nicht mehr hinter deinen Problemen verstecken. Das geht nicht mehr. Da geht es nur um dich. Ich verstecke mich nicht hinter meinen Problemen. Ich habe sie. Es könnte sein, dass ich nicht mitfahre. Ach so? Und warum nicht? Es geht ja um diese Ausschusssitzung. Soll das heißen, dass du wegen deinem Hobby als Freizeitpolitikerin da nicht mitfährst jetzt?